Caroline, damit du nicht irgendwann bei Kai Pflaume landest und peinliche Lieder singen musst, suchen wir dir jetzt mal hier ein Herzblatt. Ja. Ja? Das ist doch schön. Das heißt, musst du nicht hier, nimm den. Oder zur Liebe davon. Zählt. Genau, setz das schön auf. Musik, oder? Leider ja. Hast du Musik? Leider ja. Okay, gut. Gut, dann kann ich euch jetzt die Herzblatt-Kandidatenrollen geben, und zwar Barbara. Ja. Du bist eine Tagesschausprecherin. Also auch du bist eine Heiratskandidatin, eine potenzielle, die von einem Dämon besessen natürlich. Ist. Natürlich. Und jetzt sag doch gleich, ich bin Dagmar Berghoff. Haben wir die Zeit? Okay. Also eine Tagesschausprecherin, die von einem Dämon besessen ist. Und der zwingt dich dazu, ständig zu fluchen. Oliver, du bist ein manisch-depressiver Vorsitzender des FKK-Clubs Bielefeld. Habe ich was an? Du bist natürlich nackt da. Natürlich. Natürlich. Das Einzige, was mir gefällt, ist Bielefeld, ehrlich gesagt. Und Lars, ja. Als dritter Herzblatt-Kandidat, du bist Didi Hallervorden. Ach nee, das ist ja... Hatte ich mir mal so gedacht, könnte schon gut passen. Und als ob das nicht schon genug wäre, du hast auch noch einen zwanghaften Wasch, also du hast einen Waschzwang. Ach so, okay. Du sagst immer Palim Palim, eine Flasche Seife. Eine Flasche Seife, was? Eine Flasche Seife. Okay. Also hier, nehmt Platz in unserem kleinen Herzblatt-Studio. Und Caroline, ja? Es ist aufgetragen. Ein Träumchen. Guck mal, beiderlei Geschlecht sogar. Viel, viel Vergnügen. Du möchtest ja mit dem Hubschrauber fliegen. Ich will schon. Streng dich an. Hallo, hallo. Also, ich möchte dann gleich wissen, wen du nimmst. Und vor allem, wer das dann auch ist. Ne? Drr, drr. Ich kann den Buzzer machen. Drr. Ja, ich freue mich, dass ich auf diesem Weg einen Sexe-Wahlpartner mir aussuchen darf. Ich habe auch direkt mal die erste Frage. Ist, wie würdest du mich ansprechen, wenn du mich in einer Kneipe treffen würdest? Kandidat 1. Guten Abend. Bonn. Zwei bewaffnete Terroristen haben heute versucht, ihre... Und dann würde ich sagen, Islamabad. Beeindruckend. Wie würdest du mich ansprechen, Kandidat 2? Also erstens habe ich auf seine Fragen überhaupt keinen Bock. Und zweitens arbeite ich ausschließlich ohne Worte, wie du siehst. Nächste Frage. Gut. Mach doch den Spießer hier mit den ganzen Klamotten an. Das gibt's doch gar nicht. An deiner Stelle wäre ich auch... Was? ...schlecht drauf. Das... Liegt nur daran, dass es hier im Studio so kalt ist, entschuldige mal. Ja, scheiß Klimaanlage. Gut, Kandidat 3. Wie sprichst du mich an? Also, ich sag meistens. Palim, Palim. Ich bin ein Mann, der mit allen Wassern gewaschen ist. Gut, ich habe ein paar Hobbys. Kegeln zum Beispiel. Ach, Scheiße. Was sind deine Hobbys, Kandidat A? Scheiße, ja, ich habe keine Hobbys. Bevor ich hier total durchdrehe, kommen wir erstmal zur Ziehung der Lottozahlen. Im Mittwochslotto. 7, 9, 18, 24 und die 66!
richtig! Schön. Kandidat 2, was ist... Ach, hör doch auf! Ich sag schon, höre. Ja? Keine Hobbys? Doch. Ja, zum Beispiel stehe ich morgens auf und öle mich halt am ganzen Körper ein und dann habe ich auch schon keinen Bock mehr und leg mich wieder hin. Kandidat 3, hast du ähnliche Hobbys oder andere Sachen? Also ich züchte Waschbären. weil das sehr reinliche Tiere sind und die helfen mir halt auch, mich selbst zu waschen oder zu reinigen. Gut. Kandidat 1. Ich bin auch im Karneval. Oh Mann! Geil, jetzt! Ja, als was würdest du dich verkleiden, Kandidat 1? Ich gehe als. Wahrscheinlich ziehe ich ein Eskader-Kostüm an und sage dann: Das Wetter für morgen. Schön. Kandidat 2, wie verkleidest du dich? Ja, das war die erste gute Frage, die du heute gestellt hast, wirklich. Ich verkleide mich nie, das ist doch wohl logisch. Ich hasse Klamotten. Ach so. Und wenn, dann gehe ich vielleicht mal ins Streichholz oder so. Das ist, wenn ich mal ganz crazy drauf bin. Aber ja, nächste, für Elefant reicht's nicht, ne? Ja. Aber bis nächste Karneval ist die Welt eh untergegangen. Das ist halt die ganze Scheiße, ich hab keinen Bock mehr. Kandidat 3, was hast du für ein Kostüm? Gegenfrage, hast du meine Flasche Seife? Hat nicht. Ich ziehe mir einen Kittel an, meistens einen sauberen Kittel, darauf lege ich sehr viel Wert, weil ich halt sehr mit der Sauberkeit habe. Gut, also ich kann mir jetzt einen aussuchen, ne? Ja, ja. So, ich möchte nicht so gerne mit Didi Hallervorden, der sich irgendwie so einen Waschzwang hat. Ja! Wie bist du denn da rausgekommen? Nee, mit dem will ich nicht. Bevor du mich ausschließt, das mit der Rückenbehaarung, da kann ich was dran machen. Ist doch egal. Nee, das finde ich eigentlich ganz gut, aber ich stehe nicht so auf diese FKK-Geschichte, diese Freikörper-Nudisten-Geschichte, wo man auch so schlecht gelaunt ist. Ich entscheide mich für die vom Teufel besessene Nachrichtensprecherin.